Wort ist nun Maria Theresia Nies von der ÖVP. Jetzt hat uns der Herr Kollege Hörl gestern eh erklärt. Er hat im Jahr 2020 einen Gewinn von 320.000 Euro gemacht. Er hat im Jahr darauf einen Verlust gemacht von 1,7 Millionen Euro. Das ist mehr als die Förderung. Und Sie, ganz ehrlich gesagt, stellen sich hierher und erzählen dem Publikum irgendetwas, was nicht stimmt, vernadern schon wieder Unternehmer. Und ganz ehrlich gesagt, das sind Leute, die Risiko nehmen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und die somit zum Wohlstand dieses Landes beitragen. Schämen Sie sich. So, jetzt möchte ich aber zu einem freudigeren Thema kommen, nämlich zur Forschung. Gestern haben wir die Grundlagenforschung besprochen. Heute darf ich über die angewandte Forschung sprechen, also jene Forschung, die unter anderem von Unternehmen, die Sie immer so sehr kritisieren, gemacht wird. Positiv ist, dass diese Unternehmen auch in den Krisen immer wieder starke Forschung gemacht haben. Wir sehen das beispielsweise, dass in Pandemiezeiten die Unternehmen besonders forschungsintensiv werden. Und das ist gut und richtig, weil genau in diesen Zeiten müssen sie natürlich auch den Grundstein legen, dass sie für zukünftige Geschäfte Forschung betreiben, dass sie in die grüne, dass sie in die digitale Transformation investieren und somit auch langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Im Budget 2023 haben wir hier im Bundesministerium für Energie, Klima und eben auch Technologie eine Steigerung von 7% auf 625 Millionen Euro erlangen können. Erstens, diese Steigerungen erfolgen einerseits in dem Bereich der für Europa, aber auch Österreich so wichtigen sogenannten IPSIS. Das sind europäische strategische Investitionsprojekte, mit der wir die europäische Industrie und Wirtschaft wettbewerbsfähig halten möchten. Die sind ganz entscheidend und hier ist Österreich bei 4 wichtigen Projekten, einerseits im Bereich der Batterie, im Bereich Wasserstoff, aber auch im Bereich der Mikroelektronik, Teil von diesen Projekten und hier konnten wir auch schon die ersten Erfolge erzielen und wir stellen nächstes Jahr plus 70 Millionen Euro hier zur Verfügung. Muss man dazu sagen, kommt nicht nur aus dem Klimaministerium, kommt auch zu einem Großteil aus dem Wirtschaftsministerium. Andererseits gibt es Steigerungen im Bereich der Weltraumforschung und Technologie. Wo ich meinem Kollegen Brandstätter recht gebe, hier haben wir große Chancen in Österreich. Unsere Weltraumindustrie und Wirtschaft ist wirklich hier sehr, sehr erfolgsversprechend unterwegs. Und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass wir Steigerungen erzielen konnten. Wir haben Unternehmen, beispielsweise die Big Technology in Oberösterreich, die Helium-Tanks zur Verfügung stellt. Bei der Artemis-Mission, die gestern in der Früh starten konnte, sind unsere österreichischen Unternehmen, die Dititec, Magna mit dabei und andere Unternehmen sind bei der nächsten Mission dabei, die eine sogenannte Sonde rund um den Mond zur Verfügung stellen soll. Also ich glaube, das Potenzial ist hier hoch und deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen konnten. Wir konnten auch im letzten Moment weitere 7 Millionen Euro aus der Rücklage auflösen und wir werden uns dafür einsetzen, dass wir auch im nächsten Jahr hier noch zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen können und hier sind wir in sehr, sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Klimaministerium. Zuletzt auch klimarelevante Forschungsförderungen in der Höhe von 100 Millionen Euro. Das sogenannte Konjunkturpaket konnten wir weiterführen. Das ist wichtig, weil wir genau die Bereiche, wie zum Beispiel im Bereich der Mobilität, im Bereich der Kreislaufwirtschaft, im Bereich der Green Technology, wo Österreich wirklich führend ist. Aber diese Führungsstellung müssen wir erhalten und deswegen müssen wir hier Gelder investieren. Meine Damen und Herren, mit diesem Budget wurden starke Zeichen gesetzt, um unsere Forschungs- und innovationsstarke Industrie hier wirklich weiter zukunftsfit zu machen und sie die Transformation richtig überstehen zu lassen. Ich glaube, wir konnten hier einen Fortschritt machen. Ich möchte mich hier ganz herzlich bedanken, auch im Rahmen der Wirtschaft. Es ist ein zukunftsweisendes Budget und deswegen glaube ich, können wir diesmal auch zufrieden und froh darüber sein. Danke. Applaus
Maria Theresia Nies von der ÖVP war das. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung. Ja, dieser Transformationsfonds, was bedeutet der? Da wird in den kommenden Jahren werden da 5,7 Milliarden Euro in die Transformation der österreichischen Industrie investiert, um Produktionswerke klimaneutral zu machen.